Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem Rewatch von The Last of Us. Ich habe das Spiel mittlerweile vor schon fast 3 Jahren komplett durchgespielt und auf Wunsch von Ramsey werden wir nun auf dem neuen Landsquid Birdrider Let's Play Kanal alle Folgen noch einmal zusammengeschnitten sehen. Und zwar genau so, immer mehrere Folgen am Stück, dass wir passend zum Release von The Last of Us 2 fertig werden. Bis zum Release von The Last of Us 2 erwartet euch hier also jetzt jeden Tag eine extra super lange Rewatch-Folge von The Last of Us, damit man auch von der Story erstens aus Vorfreude und zweitens natürlich auch, damit wir gleich wieder abtauchen können in das Setting, damit wir uns die Charaktere und ihre Motivation nochmal zurück ins Gedächtnis rufen und damit wir bereit sind für Teil 2. So, viel Spaß jetzt mit der ersten Folge von The Last of Us hier auf Landsquid Birdrider Let's Play. Hi Leute und herzlich willkommen zu The Last of Us. Die Remastered Edition für die PS4 steht heute auf dem Programm. Vielen Dank an der Stelle an Ramsey, meinem Patreon, der nun offiziell Vault-Aufseher ist. Einen Slot, den es auf Patreon nur ein einziges Mal gibt. Und dieser darf sich eine Serie wünschen, die gespielt wird. Eine Reihe, ein Spiel wünschen, das gespielt wird, wenn es denn möglich ist. Und Ramsey hat sich fürs Thema Postapokalypse The Last of Us gewünscht. Und natürlich erfülle ich ihm den Wunsch sehr gerne, denn es passt ja auch ganz hervorragend zum Thema und ist ein Vorzeigebeispiel, wie man zumindest auf einer narrativen Ebene das Konzept der Postapokalypse, der Zombie-Apokalypse, wenn man so will, umsetzen kann. Wenn ihr euch jetzt denkt, verdammt, ich will auch mir eine Reihe aussuchen, dann müsst ihr warten, bis Ramsey eben seinen einmaligen Slot als Vault-Aufseher auf Patreon aufgibt, denn es kann immer nur einer gleichzeitig Vault-Aufseher sein. Weil sonst wird es ein bisschen schwierig werden, wenn auf einmal 100 Leute 100 rein wollen. Andererseits hätte ich dann 100 mal 100 da. Nein, das machen wir nicht. So, ich starte hier im Hauptmenü und erzähle euch das alles, denn ich will mich jetzt im Intro ein kleines bisschen zurückhalten. Ich werde versuchen, nicht in die Dialoge zu quasseln und nur einige schöne kleine Easter Eggs, über die wir stolpern werden, beziehungsweise Foreshadowing, Pre-Shadowing, wie nennt man es? Naja, so Sachen, auf die werde ich verweisen. Denn das Intro gehört auf jeden Fall nicht nur zum Besten in diesem Spiel, sondern es ist wahrscheinlich das beste Intro eines der besten Intros in der gesamten Videospielgeschichte und auch eines der besten in jedem Medium eigentlich, zumindest in jedem postapokalyptischen Setting wahrscheinlich. Das hat viele Gründe, warum es so ist, aber jetzt starten wir einfach mal und vielleicht, wenn ich Zeit habe, wenn die Protagonisten mal kurz nicht reden, kann ich dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen. Los geht's. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich.
Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines Biest. Sie ist schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Onkel Tommy? Hallo? Was ist denn da los? Und so übernehmen wir die Kontrolle. Was ich hier schon mal sehr schön finde, ist, wie dieses Zimmer eingeräumt und dekoriert und gestaltet ist. Auch in Uncharted 4 sieht man ja wieder, dass Naughty Dog das wirklich gut kann. Aber das ist wirklich vorbildlich und sehr schön gemacht. Und hier ist eine Karte. Verdammt, die habe ich total vergessen. Eine Karte für einen Papa. Der wohl Geburtstag hatte. Gestern. Tja. Ich finde es deswegen so schön, weil das ist ja gerade die Stärke von Videospielen. Als einziges Medium können die ihre Geschichte tatsächlich durch die Umgebung erzählen. Und zwar stärker als in jedem anderen Medium zumindest. Nicht als einziges, aber stärker. Und so wenig Spiele machen das, so viele Spiele versuchen leider immer Filme zu sein. Dabei könnten sie so viel mehr sein. Naja. Jetzt gehen wir mal und suchen nach unserem Papa. Immerhin gibt es dringende Nachrichten. Scheinbar. Ente, Ente, Ente. Im Klo ist er schon mal nicht. Hohe Aufnahmezahl an örtlichen Krankenhäusern auf 300% angestiegen, mysteriöse Infektion, behördliche Lebensmittelüberwachung und so weiter. Typisches, ne, Zombie-Apokalypsen-Ding. Spoiler-Alarm übrigens. Übrigens schön, guck mal, ich muss dazu sagen, ich habe vor kurzem rein zufällig, hat auf ein Bier eine Folge über dieses Spiel gemacht, über den Anfang dieses Spiels. Und das habe ich natürlich im Hinterkopf und deswegen werde ich auch einige Sachen erwähnen, die erwähnt haben. Und da ich nicht will, dass das geklaut wirkt, hier der Verweis auf den Auf ein Bier Podcast. Ohnehin sehr empfehlenswert. Aber hier eben schön auf der Zeitung das Datum, September, 26. September 2013. Wir haben nicht wie in Filmen eine Einblendung. Wir haben nicht irgendwie einen Charakter, der sagt, hey, ist heute nicht der 26. Daddy? Irgendwas. Nein, es steht auf einem Objekt, mit dem wir interagieren können, so wie sich das für Videospiele gehört. Ein Hirsch auf der Wiese. Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Verdammt, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, Sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los! Es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Was war das? So, und übrigens jetzt, sehr schön muss ich an der Stelle sagen, abgesehen davon, dass es echt schön inszeniert ist, die Steuerung des Charakters hat sich verändert. Sie ist nicht mehr verschlafen. Sie ist mit dem Knall der Explosion wach geworden.
Die Steuerung ist direkter, sie bewegt sich anders, ist anders animiert. Hervorragend, genauso muss das sein. Was ist bloß los? Was natürlich in Videospielen immer sehr witzig ist, ist das hier. Niemand bewegt sich so. Niemand, wenn er sich umsieht, wenn er nach hinten sehen will, dreht seinen ganzen Körper und geht dann rückwärts die Treppe hoch. Sie guckt sogar ein bisschen nach hinten beim Treppe hochgehen. Okay, touché. Aber wie gesagt, sehr schön. Sehr schön alles gemacht, oder? Sein Telefon. Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. Ich komme später nach Hause. Du kannst dir Essen bestellen. Wir sehen uns morgen früh. Wo ist er? Vielleicht in der Mikrowelle. Nein, scheinbar nicht. Vielleicht in der anderen Mikrowelle. Moment, die haben zwei Mikrowellen? Amerikaner. Oh nein, der Hund. Und da war irgendwas. Die Affenschaukel bewegt sich noch. Und mehr Enten. Irgendwer in dem Haus mag Enten ziemlich gerne. Aber warum auch nicht? Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Das sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Jim. Dad. Jimmy, komm her. Komm her. Ich warne dich! Nein! Geh! Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los! Los! Verdammt, warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da eine Ahnung. Komm, Scheiße. Geh da rein. Da ist überall Blut. Ich meins, lasst uns einfach ankommen. Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Ist der Parasit oder sowas? Sagst du mir, was passiert ist? Später. Hey Sarah, wie geht's dir, Liebes? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Tommy. Haus. Ja. Sorry. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Ja, im Himmel. Das ist Louis' Farm. Der Schweinehund hat's geschafft. Hat's bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Mal sehen, was sie machen. Teufel, machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr vorbei, Tommy. Stopp! Ich habe mehr gesehen als du. Jemand anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen.
Teufel, los jetzt! Oh mein Gott! Tommy, scheiße! Was zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Ja, hab ich. Dreh hier, dreh hier! Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja! Oh nein! Wir können hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel! Fahr zurück! Hinter mir sind sie auch! Da, da, da! Festhalten! Fahr! So, hier bin ich wieder. In den letzten paar Minuten ist so viel passiert, über das man reden könnte. Aber hört euch einfach den Auf ein Bier-Podcast drüber an. Ist besser, als wenn ich jetzt alles nacherzähle. Ist es wirklich wert? Glaubt es mir. Ich habe jetzt auch nicht die Zeit, darüber zu reden. Wie gesagt, die reden viel. Kleines. Okay, gib mir die Hand. Was ist denn? Wir müssen jetzt rennen. Halt dich fest. Okay. Er ist tot. Ich hab Angst. Mach die Augen zu, Kleines. Nicht hinsehen, Sarah. Einfach laufen. Man kann ja eh nicht mehr machen. Warum machen Sie das? Sieh einfach nur mich an, Kleines. Ich meine, was wir hier alles so sehen, ist wirklich nichts Neues. Aber so perfekt in Szene gesetzt und inszeniert. Und das eben alles im Spiel und nicht als Cutscene. Großartig. Ja, schnell durch die enge Gasse, wo es nur einen Ein- und einen Ausgang gibt. Wo wir nicht ausweichen können, wenn irgendwas ist. Naja, aber die Straße ist voll, was sollen wir machen? Ohne Tommy hätten wir echt ein Problem. Sie kommt durch den Zaun! Lauf weiter! Macht, dass ihr wegkommt! Komm schon! Ich komm ja schon! Bewegung! Los zum Highway! Los! Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Okay, Tommy! Wir treffen uns dort! Mach schnell! Hier auch schön, wie dezent dieses Loch im Zaun beleuchtet ist, oder? Die einzige helle Stelle, wehende Fahnen hängen links und rechts in Form des Bandes dran. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stopp! Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund. Aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Bitte.
Oh nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Es war unfassbar, aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit... Schon seit 3 Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich 2 Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur 2 Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. So, und so beginnt es. Hallo und willkommen zum zweiten Teil von The Last of Us. Danke nochmal an Ramsey für seine Unterstützung. Ihm verdanken wir diese Serie zu diesem genialen Spiel. So,
Das Intro haben wir in der letzten Folge hinter uns gebracht. Das großartige, großartige Intro. Ich habe das übrigens noch nie auf Deutsch gesehen, bis jetzt immer nur auf Englisch. Aber es hat mich wieder auch auf Deutsch sehr berührt. Die deutsche Synchro ist ordentlich. Passt. Sehr gut. So. Heute kam diese scheiß Aufforderung. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So ein Scheiß. Soldaten sorgen doch draußen für Ordnung. Das werde ich Ihnen mal sagen. Was ist mit dir, Joel? Hat man dir auch schon was aufgedrückt? Nein. Ja, na klar. Naja, dann. Jetzt beginnt nach dem Intro im Grunde das Tutorial. Die neue Welt wird etabliert, wir lernen die Spielmechaniken. Und hier kommt echt, finde ich, der Tiefpunkt des Spiels leider so ein bisschen. Ich bin ja echt blind in dieses Spiel gestartet damals. Ich wusste wirklich so gut wie gar nichts, außer Pilzzombies, was ziemlich cool ist. Und da hat mich das Intro echt unglaublich gepackt. Und dann kam diese Stelle hier, wo ich mich echt so ein bisschen durchkämpfen musste. Ich bin froh, dass ich es durchgehalten habe, dass ich es weitergespielt habe, denn es wird nochmal wieder verdammt gut. Es hat ein paar echt gute Höhen. Aber hier, also die nächsten paar Minuten... Oh. Naja, aber jetzt lassen wir erstmal die neue Welt auf uns wirken, denn... Alle Einwohner mit Bestehenden der Nachbarn. Anweisungen der städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da, es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Denn schön inszeniert ist das hier immer noch. So, ich versuche ein bisschen die ganzen Szenen, die hier so passieren... einzufangen. Okay, okay, scheiße. Knack da runter. Ich hab nichts Falsches gemacht. Hände hoch, verdammt nochmal. Mach schon. Du, gerne. Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte. Und umso mehr, die sich wegschleichen. Also wir sehen schon, Militärdiktatur trifft's wohl am besten, was hier in der Zone los ist. Himmel, was ist passiert? Was glaubst du? Sie haben ihn verprügelt und abgeführt. Seitdem wir die Kontrolle über die Versprengten verlieren. Ich habe uns Papiere besorgt. Wir sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Okay, einfach cool bleiben. Hello, I'm very cool. Ausweise bitte. Was wollt ihr hier? Ich hab heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung, geht weiter. Danke. Los, hier, los! So, verdammte Fireflies. Die Luft scheint rein zu sein. Checkpoint 5 ist bis auf weiteres geschlossen. Alle Zivilisten. So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Okay, ich verarzte mich. Hier nach oben drücken. R2. Los geht's. So. Gut. Wir werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außen rum gehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Hey Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor?
Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Brieftauben? Fragezeichen? Oder der mag einfach nur Tauben? Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Ja, du bist aber nicht sehr gut versteckt. Man sieht genau das Loch dahinter. Ja, ich helfe dir. Trotzdem nicht gut versteckt. Die Flasche hätten wir vorher wegnehmen sollen. Seid vorsichtig da draußen. Okay. Ab ins Dunkel. Oh Gott, das ist schlimm. Sie sollten darauf achten, was sie wegwerfen. Es wäre Licht. Schiebt eigentlich irgendwer da oben das Regal wieder vor die Wand, oder bleibt da jetzt einfach offen? Wer weiß. Naja, holen wir unser Zeug. So, Generator am Laufen. Der ist angenehm leise, dass auch ja keiner irgendwie auf den Verdacht kommt, da könnte irgendwie Aktivität sein im Untergrund. Hüpf. Übrigens an der Stelle vorher, wo man sich nach der Explosion umdrehen muss, indem man nach hinten lenkt und X drückt, stand ich beim ersten Mal spielen, glaube ich, ungefähr gefühlt eine Viertelstunde, weil ich mir gedacht habe, was ist denn los? Ich kann nicht lenken. Ist das hier eine Cutscene? Ist das Spiel hängen geblieben? Was muss ich machen? Und dann bin ich draufgekommen. Ah, nach hinten und X zum 180 Grad umdrehen. Erstes Tutorial, das das Spiel von einem verlangt. Okay, Rucksäcke, Entschuldigung, wo waren wir? Zeig mir die Rucksäcke. Wo sind sie? Da ist mein Rucksack. Holen wir das Zeug. Nicht mehr viele Kugeln. Ja, du musst gut zielen. So. Nachladen. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Mach ich sofort. Bin schon da. Ich weiß ja nicht, ob hier oft Leute unterwegs sind, aber könnte man hier nicht irgendwie eine Leiter aufstellen oder so? Strickleiter, irgendwie was, ein Kästchen, ein Treppchen, irgendwas. Ja, Ma'am. Na los. Wow, die hat den gerade für ein kleines Stück, der hat bestimmt 90, 100 Kilo, der Kerl, oder? Die hat den gerade für ein kleines Stück mit einer Hand nach oben gezogen. Crazy. Geh weiter. Das könnte ich nicht. Also das da vielleicht, aber ich meine... Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? So, ihr wisst ja, jetzt kommen schon wieder meine Loot-Instinkte durch und ich schaue mich schon wieder überall um. Aber ich glaube, wir müssen das hier noch gar nicht. Das hier ist übrigens ein schöner Moment, finde ich. Hier habe ich mir echt gedacht so, wow. Ich meine, man sieht, es ist ein PS3-Remastered-Spiel. Es ist nicht ganz up-to-date, aber es ist trotzdem sehr schön. Und dass man auf einmal in dieser Welt, in der wir gerade waren, in dieser Militärdiktatur, alles ist dreckig, alles ist kacke. Und hier draußen ist eigentlich diese sehr harmonische und eigentlich sehr schöne, wenn auch zerstörte Naturlandschaft. Das hat mir echt sehr gut gefallen. So schön habe ich die Apokalypse, glaube ich, auch selten gesehen, oder? Okay, gnädige Frau. Sie haben da irgendwas über Ihrem Kopf. Ich war lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Mhm. Oder so. Ich kann leider nicht laufen. Doch, jetzt geht's. Okay. Die Leiter. Sie muss ja irgendwo sein. Vielleicht haben sie Wölfe geschnappt.
So, suchen wir die Leiter. Ah, ich hab sie. Ich hab sie. Hab sie. Gut, bring sie rüber. Okay, ich bring sie rüber. Wahrscheinlich da, wo diese Fahne so unauffällig wird. Das machen die anscheinend gern. So Bänder, die im Wind wehen. Oder Stoffe, die im Wind wehen, benutzen als Markierung. So. Nach Ihnen, Milady. Ladies first. Ha, tatsächlich. Lady, du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Hier lang. Wollen wir die Leiter irgendwie mitnehmen? Umschmeißen? Irgendwas? Nö? Okay, gut. Du bist hier die Sicherheitsexpertin. Ich habe dich gerade zur Sicherheitsexpertin benannt. Ich wähle dafür 50%. Ich weiß nicht. Ah doch, guck, hier ist was. Man kann sich hier doch schon umsehen. Vielleicht... Taschenlampe. Vielleicht hätte ich schon früher anfangen sollen, mich umzusehen. Vielleicht weiß ich nicht mehr, wie man Sachen aufhebt. Firefly-Anhänger. Schauen wir mal. Umdrehen. Anhänger des Mitglieds der Firefly-Miliz. David Michael Virgil. 000102. Vergrößern. Ist er nicht schön? Ich habe keine Ahnung, was die überhaupt bitte eigentlich machen. Wirklich, ich weiß es nicht. Ich habe das Spiel ein paar Mal durchgespielt. Keine Ahnung, was es mit diesen Firefly-Anhängern auf sich hat. Meint ihr, ich sollte mich hier ein bisschen umschauen, ob wir was looten können? Ihr wisst, dass Looten meine große Leidenschaft ist. Und hier gibt es sogar ein kleines, aber wichtiges Crafting-System, das man nicht unterschätzen sollte. Insofern, und ich habe gerade Schrott gefunden, also schauen wir uns um. Ist ja auch schön, Mensch. Die haben sich so viel Mühe gegeben, hier alles wunderbar zu dekorieren, oder? Ach, da könnte man auch schon wieder viel hineininterpretieren, oder? Dass hier ein Gemälde von einer Waldlandschaft offensichtlich hängt. Ja, man sieht es schlecht, aber Baumstämme, Wiese und so, oder? Man kann das, glaube ich schon, ist schon so Wald. In einem gesplitterten, schiefen Rahmen, während daneben ein Riesenloch in der Wand ist, das genau diese Landschaft zeigt. Also so wiedergewonnen, die kaputte Gesellschaft, also die Rahmen sind gesprengt, die Fesseln und naja, whatever. Ich finde es schön, dass hier Gras wächst, weil auf dem, kann ich mir vorstellen, dass auf Billardtischen, auf diesem komischen Stoffgewebe da oben drauf, dass das ein guter Nährboden für alles Mögliche ist. Davon essen will ich nicht unbedingt. Okay, hoch geht eh nicht. Soll ich die Lampe mal anlassen? Ob Norbert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen, hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Wir treffen Bill nächsten Monat. Mehr Pillen, viel Munition. Vermutlich. Warte! Sporen! Sporen. Nicht infizieren. Wo zur Hölle kommen die her? Bisher war es hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Ups. So. Ich habe den falschen Knopf gedrückt, den Nicht-Aufpass-Knopf. Ratten. Ratten werden anscheinend nicht infiziert von den Pilzen, oder? Pilz-Guy. Hallo. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Okay, darf ich den auch noch ansehen? Ist die schon älter? Aber ich meine, sind die irgendwie blöd? Wie kann das passieren? Warum gehen die hier runter ohne irgendwie Sicherheitsmaßnahmen und so? Na, vielleicht waren die infiziert und wollten flüchten. Macht schon Sinn. Sollten wir durchpassen. Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Hier lang. Ist aber nett von der Decke. Vielleicht will die nur Hallo sagen. Die neuen Nachbarn begrüßen. Scheiße. Pass auf. Helft mir. Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Was willst du jetzt tun? Ich würde sagen, dass wir ihn natürlich erschießen. Das kostet zwar eine Kugel, aber ich meine, also wirklich, oder? The least we can do. Sorry. Rest in peace, buddy. Na guck, und hier sind gleich wieder zwei Schuss. Als Belohnung. Karma. Instant Karma. Müssen wir da lang? Weil wenn wir nicht da lang müssen,
Ich will erst dahin gehen, wo wir nicht hin müssen. Ihr kennt mich. Ich bin so rogue. Ich bin so radical. Ich gehe immer gegen den Strich. Wenn das Spiel will, dass ich da lang gehe, sage ich, ha, Spiel. Ich gehe aber da lang. Und dann sagen die Entwickler, okay, gut, dann hast du hier zwei Schrott und eine Kugel als Belohnung fürs Umsehen. Bitteschön. Aber in dem Fall nicht. In dem Fall sagen die Entwickler, geh jetzt endlich da lang, verdammt. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Nein. Warum ist hier nichts? Entwickler, ich bin enttäuscht von euch. Versteckt mir halt irgendwie Goodies hier im Regal. Lügt doch irgendwas hier irgendwo hin. So ein großer, schöner Raum. Guck, da ist rotes Kraut. Wenn ich das mit grün kombiniere, habe ich super Heilkraut. Aber nö, nix davon. Na gut, dann gehen wir hier durch. Davon. Oh oh. Oh oh. Lauschmodus R1. Vielleicht sollte ich mal das Licht ausmachen. Wir haben eh super Hörkräfte. Mit denen hören wir sogar Eichhörnchen pupsen. Okay, und jetzt schleichen wir uns an den Infizierten und werden den mit Dreieck greifen und mit Viereck finishen. Das, also, was ich mir in der Situation halt echt denke, ist es nicht echt gefährlich, dass einem beim Kampf die Gasmaske verrutscht und man nimmt einen ordentlichen Zug Sporen und dann hat man echt ein Problem? Ach, Himmel. So Leute, mit denen legen wir uns jetzt in der nächsten Folge an. Aha. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Es wird spannend. Es wird gut. Also wenn ihr das Spiel noch nicht kennt, am besten holt ihr es euch selbst und spielt es. Das ist es wirklich wert. Oder ihr bleibt mit dabei und schaut weiter zu. Es ist ein echt cooles, cool erzähltes Erlebnis. Eine coole Reise durch eine schöne postapokalyptische Welt mit einer schönen Story. Ich habe jetzt wieder ganz viel nicht angesprochen, was ich eigentlich noch ansprechen wollte. Ich wollte in der zweiten Folge über die erste ein bisschen reden, weil in der ersten kommt man ja gar nicht dazu. Wegen dieser Szene, wo man die Familie nicht mitnimmt, obwohl sowohl die Tochter als auch der Bruder sagen, doch, wir müssen denen doch helfen. Aber unser Hauptcharakter sagt, nein, nein, wir haben selber ein Kind, die kommen schon klar. Das ist nämlich wichtig. Das prägt den Charakter schon sehr früh. Also wir erfahren, dass er eben schon vor der Apokalypse einfach so ein relativ egozentrischer, man möchte fast sagen Arsch war, der im Grunde halt einfach tut, was notwendig ist, um zu überleben und um die, die ihm wichtig sind, zu schützen. Und das ist ein Motto, das wird sich noch durch das ganze Spiel ziehen. Das wird noch wichtig bis zum Schluss. Na gut, aber für heute ist erstmal Schluss. Danke fürs Zusehen. Danke an Ramsey für seine großzügige Unterstützung auf Patreon und für die Wahl des Spiels, das er gerne sehen würde, denn es ist ein sehr gutes Spiel. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Hi zusammen und willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us. So, wir sind gerade mitten im Schleichmodus und schleichen uns jetzt hier an Zombies, die wir dann hoffentlich instant killen können. Zumindest einen davon vielleicht. Nein, können wir nicht. Okay, die Schlägerei geht los. Nein, ich werde geschlagen. Uncool. Warum tut denn keiner was? Auch schön, wie die Prügeleien inszeniert sind, finde ich, oder? Okay. Es ist einfach nur Knöpfchengedrücke. Auf einer Gameplay-Ebene ist es sehr simpel. Wie leider viel in dem Spiel. Aber die Inszenierung ist einfach sehr gut. So, ja. Irgendwie hat mir die Szene auch damals schon ein bisschen Angst vor diesen Zombies genommen, weil ich kann die anscheinend einfach verprügeln und erwürgen und bewusstlos machen durch Luft weg, schnupfeln und so. Da habe ich mir dann gedacht, okay, I've seen worse, aber das sind auch bei weitem nicht die schlimmsten Gegner, die uns begegnen werden. Müssen wir da hoch? Ich denke schon, oder? Dann lass mich nochmal kurz vorbei. Danke. Gehen wir nochmal da nach hinten. Es sei denn, wir müssen da lang. Dann würde ich gern vorher nochmal hochgehen. Wie eine Bombe. 3 Kugeln Munition. Na gut.
Ist es da draußen auch so neblig? Ach, das ist noch eine Lagerhalle. Das ist noch ein Innenraum im Grunde. Okay, ich dachte mir schon, warum ist denn da draußen so super Pilzsporenbefall? Aber gut. Hoch mit uns. Ah ja, hier wird die Luft schon klarer. Sagen wir hier nochmal kurz Hallo. We were so close. Moment, kann man das auch... Kann man den Text auch... Ah, hier kann man das. Wir waren so nah dran. Ich sitze vor der Mauer und weiß, ich werde die Zone nie von innen sehen. Beim Warten auf den Schmuggler hörten wir einen Trupp Soldaten kommen. In Panik haben wir uns in so ein Haus geflüchtet. Niemand... Hä? Ah, ich war gerade irritiert. Es zeigt manchmal nämlich an, dass man so auf seinen Controller hauen soll. Und das ist ein ganz witziges Gimmick. Ab und zu geht die Taschenlampe aus, fängt zu flackern an. Und dann muss man den Controller so gegen seine Handfläche klopfen, damit die Taschenlampe wieder funktioniert. Naja, okay, ganz nett. Niemand von uns hat die Sporen bemerkt, bis es zu spät war. Wir sind alle infiziert. Wir haben noch ein paar Stunden, vielleicht einen Tag. Ich hoffe, der Schmuggler kommt trotzdem, damit ich dir wenigstens diese Zeilen schicken kann. Ich hätte auf dich hören und mich mit in die Zone kommen sollen, stimmt schon, als es noch ging. Jetzt ist es zu spät. Pass auf dich auf, Mark. Joa. Sie wollten in die Zone und wurden infiziert. Alle, die drin sind, jammern darüber. Und dann sind da die armen Tölpel, die unbedingt dort leben wollen. Bam. Frische Luft. Dafür lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Hey, wenn die nicht abgelaufen wäre, wäre das eine Idee. Machst du auf? Na gut, dann gehe ich weg. Weißt du, was ich auch mag? Nasse Füße. Ah, schön. Tagelang in nassen Schuhen rumlaufen. Weil man keine Zeit hat, die Socken zu wechseln. Herrlich. So, ich schaue mich nur kurz um. Ich komme gleich. So, bin schon auf dem Weg. Oh, falsche Taste, Mensch. Ah, muss mich erst noch wieder ein bisschen an die Störung gewöhnen. Das Brett ist weg. Le Brett. Bist du so nett, bitte? Ich suche eins. Ich hole es. Ach so, es ist da runtergefallen. Ich hol's. Außer vielleicht, ich kann mit Anlauf... Nein, okay. Manuell springen. Nicht in diesem Spiel. Das ist wie die alten Zelda-Spiele. Der Charakter weiß schon, wann er springt. Der weiß besser, wann man springen muss, als irgend so ein Spieler. Hier, reich es rüber. Gerne. Bitteschön. Einmal Brett kommt sofort. Das einzige Brett im Umkreis von 10 Kilometern. Ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Die hat vorher dich mit einer Hand hochgehoben. Die wird wohl so ein Brett hochheben. Können. So. Jetzt müssen wir halt wieder einen Weg herausfinden, ne? Ich glaube, ich gehe mal dadurch durch das unauffällige Loch da in der Wand. Ach, guck. Das war ja leicht. Wir könnten eigentlich aufhören zu schleichen, Joel. Ich weiß nicht. So, jetzt. Befehl, Boss. Okay. Cool. Ich verdrück mich daran, sorry. Wird nie wieder vorkommen. Doch, wird noch sehr oft vorkommen in Wirklichkeit. Aber ich bemühe mich. Ich gebe mir redlich Mühe. Er hat sich redlich stets... Wie heißt es in den Zeugnissen früher immer? Ich weiß nicht, ob man das immer noch so schreibt. Er hat sich stets redlich bemüht oder sowas. Heißt auf Deutsch, er ist ein totaler Vollidiot. Stand bei mir immer im Zeugnis. Whatever. Ich bin nicht angewiesen auf eure Noten, Bitches. Habe ich immer zu meinen Lehrerinnen gesagt. Alles klar. Komm. Und so halte ich es bis heute. Yeah.
Können wir da rein, bitte? Nein, schade. Na gut, ich schleiche dir unauffällig hinterher. Irgendwie ist die Schleichanimation ein bisschen komisch, oder? Weil er einfach so schnell ist. Ich meine, ich kann verstehen, dass man kein so langsames Schleichen macht, weil es nervig ist. Aber das sieht einfach irgendwie albern aus. Weil mit so riesigen Schritten, so Stampf, Stampf. Und dann auch noch seitlich ist irgendwie ganz komisch. Naja, wollen wir mal nicht irgendwie dämliche Animationen exploiten, sondern uns hier ein bisschen umsehen. Zum Beispiel, indem wir weitergehen und nichts looten, weil hier nichts ist anscheinend. Schade. Nimm dir die Kugeln. Wir brauchen sie noch. Welche Kugeln? Ah, Kugeln. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Ich glaube, das war das Zeichen. Na komm. Ich bin hinter dir. Was für riesige Lichtschalter! Crazy. Hey, süße Lady, wie geht's dir denn? Gehört, nicht jetzt, Terrence. Nein, 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 ist gut. Ich nicht hab die Karte da. Jetzt, verstanden? Okay. Kann ich mal. Zick doch nicht gleich so rum, deswegen. Wie groß die Lampe sein muss, die zu diesem riesen Lichtschalter da drin gehört. Ist gar nicht auszumalen. Hallo, Knüppelgang. Na, heute schon wen geknüppelt? Sieht so aus, sieht so aus. Tess, ist lange her. Du kommst gar nicht mehr vorbei. Wer ist denn das? Das geht dich gar nichts an. Schlag doch zu! Mach das, fertig! Ja! Hey, du musst blocken! Mach ihn alle, Mann! Wer dich verdammt nochmal! Na los! Sorry, Tess. Ihr gehört mach ihn alle! Mach schon! Oh Mann! Hau ihn mal rein! Ich frage mich, wer von den beiden Brad Pitt ist. Steh auf! Steh auf! Wahrscheinlich ich. Nee, er ist eher so der... Der... Alter Bekannter, frag nicht. Mir fällt der Name nicht ein von dem Schauspieler, den ich suche. Egal. Aber eher so der Typ ist er. Hallo? Ich habe gehört, sie verkaufen Kerzen. Ich hätte gern die große da hinten. Die dicke da, brennt die immer? Ist es der Normalzustand? Also wenn ich die jetzt brennt kaufe, kann ich die ausmachen und neu entzünden oder brennt die einfach permanent, für immer? Oder wie ist es? Was für ein Scheiß-Service. Da wundert er sich, dass er auf seinen Kerzen sitzen bleibt, auf seinen ewig brennenden. Ich meine, ewig brennende Kerzen sind ein echt gutes Gimmick, aber bei dem Service, nö. Da schleift irgendwer seine Machete oder so. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir lieber woanders hingehen. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Meinen die mit Kai, den Kaioshin aus Dragon Ball? Weil wenn er jetzt beim Kai trainiert, dann kommt er schon in kurzer Zeit super mächtig zurück. Mit ganz neuen Fähigkeiten. Der trainiert gerade bei 100-facher Schwerkraft oder so. Ich glaube nicht, dass wir mit dem noch fertig werden. Verdammt nochmal. Was machen wir denn jetzt? Was wir jetzt machen? Hast du die Höllenspirale trainiert, wie wir das gesagt haben? Ich halte ihn fest und du musst uns beide durchlöchern. Es gibt keinen anderen Weg. Los geht's. Arena! So dezent aufgestellte Kisten, das ist immer schön. Lasst uns durch. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Miststück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß drauf. In Deckung! Bereit? Ja. Ich geb Deckung. Ziel auf sie. Du bist tot, Arthur! Stimmt gar nicht. Ich glaube, ich habe den nur, genau, nur die Schulter getroffen. Nichts, was so einen großen Kerl wie den irgendwie
stören würde. Gut gemacht, Cowboy. Aha. Du auch. Aber ich bleib mal noch. Die ganzen Leute her. Was Robert perfekt beherrscht, sind leere Versprechungen. Machen wir dem ein Ende. Schöne Ragdoll-Physik hier auch, oder? Mir klebt da irgendwas am Schuh. Hey, hilf mir hoch. Ja, warte doch mal. Ich habe vergessen, wie man aufhört zu schleichen. Die will schon wieder hochgehoben werden. Eins nach dem anderen, bitte. Okay, gut. Ciao, mach's gut. Haha, du kannst Robert allein suchen. Ja, gut, ich komm schon. Bitte. Ach, der ist wahrscheinlich jetzt schon super Saiyajin, verdammt nochmal. Wir gucken hier mit unseren Pistolen rum, na super. Ich wusste nicht, dass ein großer Kai involviert ist in das Ganze. Verdammt. Ein roter Hydrant. Wahrscheinlich kann ich den looten. Oh, er explodiert, wenn ich drauf schieße. Signalfarbe. Ja, ich komm schon. Entschuldigung. Ich höre auf, rumzublödeln. Doch, doch. Doch, doch. Gut. Mehr von Roberts Leuten. Ja, ja, weißt du, dass ich sehe sie. Zwei von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Überprüfen wir alles. Cowboy. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Super Ninja Girl. Tötet alle, ohne dass es irgendwer merkt. Wie kann das sein, dass die das nicht merken? Aber hey, Videospielregeln und sowas. Ist eh ganz klar. Wenn die nicht irgendwie total blind und taub wären, dann wird es keinen Spaß machen. Du, du, oh oh. Aha. Leute, ich war in der Jordan Street und dann kamen Soldaten mit ungefähr 5 Zivilisten. Alle gefesselt. Du nimmst den da, ich den anderen. Sehr gute Angabe. Ich weiß absolut genau, was du meinst. Wer nimmt wen und wer nimmt wen anderen? So. Ja, so ist es wohl in der ganzen Stadt. Sie nehmen sie in die Mangel. Schön, wie die sich jetzt während des Sprechens auch so zur Wand gedreht haben. Haha, hab ich dich. Oh, oh, ich glaube, wir wurden entdeckt. So viel dazu. Okay, wenn wir jetzt ganz leise sind, vergessen sie, dass wir jemals hier waren. Schauen wir uns um. Okay. Ich glaube, ich habe einen Schlüssel gefunden. Wahrscheinlich brauchen wir den. Der ist so dezent hier markiert. Ich hätte ihn beinahe übersehen. Und hier ist eine Dose. Nom, 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 nom. Und hier ist ein Aschenbecher, aber den brauchen wir leider nicht. Aber da draußen lag vorher was, das stand voll. Das kann nicht sein. Das heißt, ich muss irgendwas verbrauchen, damit wir das aufheben können. Wie verbrauche ich denn irgendwas? Ziegelsteine? Das da? Ich weiß nicht mehr, wie man sich heilt. Hm. Oh, Comics. Da können wir unsere Stat permanent erhöhen. Oder so. Falsches postapokalyptisches Szenario, schätze ich. Da leuchtet doch irgendwas. War das ein Grafikfehler oder habe ich es mir eingebildet? Ne, guck, da ist irgendein Ziegel, wenn ich hier stehe, ein bisschen zu hell erleuchtet. Seht ihr das? Wenn ich rangehe, ist er weg. Interessant, oder? Ich finde das aus Game-Design technischer Sicht echt interessant. Ich frage mich, was das ist, was das sein könnte. Ist da vielleicht einfach eine Lücke und da kommt Licht rein, wo keins reinkommen soll? Oder, naja, gehen wir weiter. Vielleicht haben die das Regal auch dahingestellt, um irgendwas zu verstecken, was irgendwie nicht so schön geworden ist. Keine Ahnung. Gehen wir einfach weiter. Ob der Computer funktioniert? Nein, der hat nicht mal Kabel dran und so. Warum steht der da? Warum nicht? Ist die andere Frage, die man auch legitimerweise fragen könnte. Warum nicht? Hey, wir haben die Kisten und Füßler da getragen. Und alles verriegelt. Gut, wenn wir noch eine Runde und gehen dann. Es ist gleich Sperrstunde. Was ist mit Robert? Bei wem kriegt er heute unter? Er macht sich ins Hemd, wenn er allein ist. Was war das? Ja, ich hab's gehört. Das war eine Flasche, die ich geworfen habe.
damit ihr reinkommt und wir euch anschleichen. Wir euch anschleichen? Ihr habt mich schon verstanden. Aber vielleicht funktioniert alles leider überhaupt nicht so, wie ich das geplant habe, weil der den falschen Weg geht. Dann gehe ich auch den falschen Weg, weil damit rechnet er nicht. Und wenn wir beide den falschen Weg gehen, treffen wir uns in der Mitte. Ich glaube, sie haben uns gesehen. Egal. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir auch ohne Schleichen hin. Wir sind Super Rambo Guy. Oh nein, ich muss nachladen. Unfair, unfair. Haha, Hintern. Komm her, du. Wo willst du denn hin? Nein, ich drücke die falsche Taste. Yeah. So. Wo waren wir stehen geblieben? Werte Dame. Wo ist sie denn? Keine Ahnung. Ja. Und da fliegt er mal schnell einen halben Kilometer. Schlittert er über den Boden. Durch die unglaubliche Macht meiner Punches. Oh, oh, da war er gerade. Ich hab's genau gesehen. Gleich kommt der Dame ins Eck bestimmt. Wartet mal, ich könnte doch meine Superkräfte benutzen. Oh. Oh. Den hätte ich beinahe übersehen. Also ich habe ihn übersehen. Einen Moment. Okay, kann wieder spielen. Mensch, die halten aber auch was aus. Ich meine, ne, aber trotzdem. Slowdown 5 Meilen. Oh, oh, ich glaube, die Kugeln, die wir geschossen haben, waren ein bisschen schneller als 5 Meilen. Ich hoffe, wir kriegen keinen Strafzettel. Das würde jetzt gerade noch fehlen. Was für ein Tag, oder? Was für ein Tag. Ich hätte gern mal ein Spiel, in dem ich so, ha, Taschenlampe anmachen kann und dann blende ich die Leute damit. Ich probier's mal. Ha! Okay, hat nicht so ganz funktioniert, glaube ich, aber... Die Kugel hat getan, das Nötige. Wir bräuchten hier mehr Leute. Ups. Sind wir nur im Weg. Ja, das stimmt. Außerdem sind wir so eine krasse Zwei-Mann-Armee. Zwei-Mensch-Armee. Zwei-Personen-Armee. Wir brauchen sonst wirklich niemanden. Du. Heilung. Klasse. Messer. Anschleichen, Dreieck drücken und erneut drücken, um das Messer zu benutzen. Okay. Ich schleich mal. Aber ich weiß nicht, ob wir das brauchen wirklich. Ist hier überhaupt noch jemand? Ich glaube, wir haben eigentlich alle alarmiert, oder? Aber es kann schon sein, dass sich einer irgendwo versteckt. Würde ich auch machen an seiner Stelle. Bin ich zufällig jetzt schon einmal im Kreis gelaufen? Ja, es scheint so. Dann gehen wir doch mal hier rein. So. Und wir sind wieder da, wo wir vorher waren. Na gut, Leute. Nach diesem schönen Rundgang hier über den Hamburger Hafen. Ich glaube, das spielt in Hamburg, das Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Ist doch auch von dem deutschen Entwickler Nautitrog oder so ähnlich. Nautilus Trog, oder? Macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, finden wir den richtigen Weg oder werden wir noch viermal im Kreis laufen? Das und mehr in der nächsten Folge von The Last of Us. Macht's gut. Ciao. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie die durchschnittliche KI in einem Echtzeitstrategiespiel in den 2000ern. Denn ich habe echt massive Wegfindungsschwierigkeiten gerade. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Doch, wo wir sind. Ah, da unten, wo die Lampe so unauffällig flackert, müssen wir natürlich hin. Ach, komm schon. Jetzt, die Designer geben sich so viel Mühe, dass selbst der doofste und blindeste sofort die Stelle sieht, wo man hin muss. Und ich check's nicht. Naja, alles gut. Ich öffne das mal ganz leise. Was? Ich hab gesagt, ganz leise. Entschuldigung. Da ist er.
Dieser eingebildete Mistkerl. Bringen wir es hinter uns. Möwen. Im Norden, keine Kontakte im Süden. Scheiße, ich weiß nicht, wer uns noch was verkaufen soll. Deshalb machen wir wohl diese scheiß Bewacherjobs. Wir müssen klug vorgehen. Ja. Sind sehr viele. Machen wir. Wir gehen so klug vor, dass ihre Überzahl bedeutungslos wird. Erstens nehme ich hier mal einen Knüppel. So. Jetzt kann ich nämlich jederzeit auf Holz klopfen und habe dadurch unendlich viel Glück. Unser Glücksstat wurde auf über 99 erhöht dadurch. Oh, die Klinge ist abgebrochen. Mensch, wie blutig. Das Spiel ist so düster und blutig und absolut grob. Wie soll ich sagen? Kalt. Ungeniert. Ja, es ist halt einfach explizit. Unpoliert. Dreckig und so. So. Do not block. Haha. Ich bin so radical. Ich habe einen Block dahin geworfen. Einen Steinblock. Was? Und jetzt nehme ich die Flasche. Damit hat er wohl nicht gerechnet. Oh, hallo. Na dann mal los. Oh, verdammt. Ah. Danke für die Hilfe. Oh, immer diese Schläge gegen den Kehlkopf. Das tut doch weh, Mann. Hör doch auf mit dem Blödsinn. Stell dir vor, das macht jemand bei dir. Ist doch unangenehm. So, wer will den Ziegelstein? Oh, der da hinten anscheinend. Ich glaube, ich gehe den anderen Weg. Oh, da ist noch eine Keule. Die nehmen wir auch mit. Wo war der? Oh, da ist er. So, ihr. Guter Plan, genau. Ich wollte gerade sagen, was machen wir jetzt? Und sie schießt. Das ist gut. Ich laufe mal schnell darüber. Tja, wer umzingelt hier wen? Komm her, Ziegelstein. Aufstehen, komm, steh auf, steh auf, steh auf. Ziegelstein, flieg und sieg! Verdammt! Ah. Wo ist der andere? Ich glaube, die prügeln sich gerade und ich bin hier irgendwo ganz am anderen Ende der Karte. Lass ihn doch nicht entkommen, der schießt doch auf uns! So, das hätten wir. Ich packe noch einen Ziegelstein ein für später. Vielleicht, wenn ich Hunger krieg. Der füllt auch den Magen. Da darf man nicht so wählerisch sein. Hier sehen Sie die wunderschönen Gewässer unseres Docks. So steht er da. Also wenn er stehen würde. Aber er liegt. So kann's gehen. Ist die Riesenpfütze alles sein Blut? Ich glaube schon. Und das enttarnt ihn. Er war ein Vampir. Komplett vollgesogen. Mit dem Blut von Hunderten von Leuten. Da haben wir den richtigen erwischt. Ich glaube, ich kletter mal da hoch. Könnte sein, dass das gar nicht geht. Okay, dann hat sich das erledigt. Soll ich mal ein Heilmittel benutzen? Ich glaube schon. Wie geht das gleich nochmal? Nein, nein. Ah ja. Nein, immer noch nicht. Ich weiß jetzt auch nicht. Ah, okay. So, danke. Das Büro. Robert ist bestimmt da drin. Bestimmt. Dann nehme ich lieber noch ein Medikit mit. Und dann gehen wir rein. Robert? Okay,
Mach dich bereit. Wahrscheinlich wird er gleich mit dem Kamehameha eröffnen, sobald wir die Tür aufmachen. Okay. Kannst du dich teleportieren? Was ist denn dein Trademark? Kannst du fliegen? Kannst du Magenkrämpfe verursachen? Was kannst du eigentlich? Ich glaube, sie kannst du ziemlich alles. Zurück, verdammt! Wollen wir reden, Robert? Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden! Nimm die Knarre runter! Haut endlich ab! Haut ab! Robert! Falsche Taste. So, jetzt aber. Hier lang! Ja, ich bin auf dem Weg. Hupp! Du entkommst mir nicht. Verdammt, der ist mir, glaube ich, entkommen. Ach, damn it! Ah, okay. Haha. Hallo, Robert. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu, was ihr immer hier gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur die sagen... Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar, aber es ist kompliziert. Okay, Hör zu, lasst mich einfach ausreden, okay? Fuck! Stopp! Hör auf zu jammern. Was würdest du sagen? Ich habe sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl. Ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, so wer war das doch hat gar die nicht. Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hä? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon. Scheiß auf die Fireflies. Schnappen wir sie uns. Das ist eine Scheißidee. Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Queen Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das. Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Wir müssen hier weg. Sofort. Ich komme. Ich komme. Ihr wollt den Deal? Dann los. Bin ich schon da? Soll ich fliegen oder was? Oh, Militär. Puh. Ich weiß einen Ausweg. Komm. Ich bin dir weit voraus. Verdammt, hier geht's gar nicht weiter. Es ist eine Falle. Ach so. Oh.
Ich will auch hochklettern. Ich kann leider nicht hochklettern. Ah, jetzt. Okay. Vielleicht muss ich warten, bis sie oben ist. Deine Leute? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Hier lang. Okay. Warum jetzt? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Das gefällt mir immer so. Es ist ja wirklich schön animiert, wie die Sachen genommen werden, weil der Arm wirklich zu der Stelle geht, wo das Item liegt. Aber es ist immer so schön, wenn da ein Tisch voller Items ist und einfach so pum, 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 pum und wie so mechanische Kranarme, die dann irgendwie so aus Gummi, ich kann es nicht beschreiben, es sieht einfach lustig aus. Hey, Kater! Unser Kater versucht gerade wieder die Vorhänge runterzureißen. Ich weiß nicht, warum er das immer macht. Er ist einfach ein Arsch. Hey, hältst du das noch durch? Es geht. Oh oh. Moment, Soldaten. Da geht's raus, die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie es läuft. Lasst uns gehen. Okay, ich mache mal mein Licht aus vielleicht. Eure Schatten waren gerade irgendwie Kilometer hoch. Wir müssen zu dieser Tür. Okay, dann gehen wir zu dieser Tür. Ich weiß schon, wie es laufen wird. Ich werde versuchen, hinzuschleichen, innerhalb von kürzester Zeit entdeckt werden und alle verprügeln. Das ist normalerweise so der Standardablauf. Wahrscheinlich wird es so heute auch wieder sein. So ein Arsch, der Kater. Ich weiß nicht mal, was er runtergeworfen hat. Das Telefon. Aha, jetzt guckt er mich wieder an. Unschuldig. Oh, hallo. Ganz leise. Okay. Da liegt Zeug im Regal. Köstliches Zeug. Plum, plum. So. Der schleicht einfach so schnell. Es sieht einfach so bescheuert aus. Aber ist schon okay. Ich verstehe schon. Ist er der Einzige da draußen? Benutzen wir mal unsere Superkraft. Es sieht so aus, als wäre er tatsächlich der Einzige da draußen. Tja, du, dann, wenn das so ist, werden wir ganz stark stottern und dich dann ganz sanft bewusstlos würgen. Innerhalb von Sekunden. War das ein Schuss? Hat da jemand geschossen? Hast du da gerade geschossen? Ob du geschossen hast? Oh! Hey, du solltest vielleicht nicht auf deinen Freund hier schießen. Du bist tot! Oh mein Gott, es sind zu viele! Überall! Oh, danke. Gott sei Dank, dass ihr den übernommen habt. Das wäre sonst echt problematisch geworden. Aber ich glaube, die haben die hier erschossen, ne? Gott verdammt, das ist Warren. Oh, ein Frieden. Wir sollten los, Marlene. Es kommen bestimmt noch mehr Soldaten. Ja, stimmt. Dann los. Wollten wir nicht unten zu irgendeiner Tür? Was machen wir eigentlich hier oben? Ich glaube, es ist der einzige Weg.
Ich glaube, das war das Problem. Marlene, ich werde mich hier kurz verarzten, bitte. Kleinen Moment. Nur vorsichtshalber. Ich sollte mich nicht so früh verarzten. Ich hatte noch gut Lebensenergie eigentlich. Muss ich echt ein bisschen besser haushalten in Zukunft. So. Und nun gehen wir da runter. Jetzt sind wir gleich da. Okay, ich bin direkt hinter dir. Ja, so steigt man Treppen heutzutage. So steigen die coolen Kids Treppen nämlich. Auf einem Bein, so ein bisschen ruckelig nach unten. Yeah. Liquid keep fire away. Los, rein. Wohin gehen wir, Marlene? Hier lang. Ist nicht mehr weit. Okay. Hat schon mal einer dran gedacht, die Spinte hier aufzubrechen und zu schauen, ob da vielleicht was drin ist? Würde ich als allererstes machen, wenn ich hier wohnen würde. Hältst du weiter durch? Ja, geht schon, danke. Ach so, Entschuldigung, das war... Wir sind jetzt auch gleich da. Cool. Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Was sollen wir schmuggeln? Achtung, ich zeig's euch. Die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Haben wir zufällig Passierscheine? Aufgegriffen wird verhaftet und verurteilt. Sonst werden wir verhaftet und verurteilt. Und das kann ich nicht gut heißen. Na, geht's? Joel, hilf mir mal eben. Es ist schon 10 nach 10 und ich soll dir helfen, eine Tür aufzumachen. Oh, oh, oh. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger von hier. Hör auf damit. Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Ey, wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele, wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Bei ihm. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Mann. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Gehen wir. So. Und hier machen wir Schluss für heute. Ellie... Unsere zweite Protagonistin im Spiel wurde jetzt eingeführt. Joel und Ellie sind jetzt vereint, das Dream Team. Die beiden Figuren werden uns jetzt den Rest des Spiels auf die ein oder andere Art begleiten. Und ja, beim nächsten Mal lernen wir die ein bisschen besser kennen, Kumpel. Muppets Weihnachtsgeschichte. Musste ich gerade dran denken. Unfreiwilliges Zitat. Oh oh, bei mir hat gerade in real life jetzt das Licht geflackert.
Das heißt wahrscheinlich, dass jetzt die Apokalypse in echt losgeht. Na toll. Na toll. Ausgerechnet jetzt. Naja, ich bin ja zum Glück mit der Folge für heute fertig. Die Apokalypse kann kommen. Also dann hoffentlich bis morgen, wenn die Welt noch da ist. Macht's gut. Bis dann. Ciao.